Also ich glaube einfach, dass all das, was wir uns hier auf die Fahne so schreiben, im Sinne von Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, Bildung für alle und so weiter, diese ganzen Schlagworte, mit denen sich nicht nur in letzter Zeit beschäftigt wird, dass wir, also in meiner Praxis muss ich sagen, ich dann oft nur drüber lachen kann, weil ich nicht sehe, wo das irgendwie stattfindet. Also ich glaube, es gibt sehr viele super Bemühungen, es gibt viele gute Leute, die an verschiedensten Stellen arbeiten und so weiter, aber dass das in der Struktur wirklich angekommen wäre, im System, kann ich überhaupt nicht sehen. Und sich dann darüber zu beschweren, dass irgendwelche Menschen so bildungsfern seien, wobei natürlich die eine ganz bestimmte Bildung gemeint ist, oder nicht mal Bildung, sondern ein ganz bestimmtes Wissen gemeint ist, kann ich dann nur sagen, ja, da kann ich dann nur drüber lachen. Also da sind dann diese Diskurse sind dann schon an sich ad absurdum geführt, weil die Voraussetzungen gar nicht geschaffen sind, irgendwie auch oft darüber sprechen zu können. Also auch, wer spricht, also jetzt in den ARD-Nachrichten oder in der ZDF-Talkshow, ja, das sind ganz bestimmte Menschen, die da zu sehen sind. Und diese ganzen Profis, die ich kenne, die sind da nicht, sitzen da nicht. Und das ist ziemlich erschreckend. Also auch was an Deutschland zum Beispiel an Ressourcen vergibt, weil manche Leute keinen Platz machen können. Mhm.